So, sprich mit Geneva. Ja, machen wir. Mit meinem. Was willst du denn? Meine Schickste steht da vorne, du Trottel. Da wäre ein Traum für dich. Du Vollpfosten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Und Muhme. So. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Ah! Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hin teleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Ja. Finde ich schön. Finde ich schön schon. Na komm. Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerog. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Garantiert nicht. Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Naja, also... Schreckschraube is it. Also, mein Typ ist es nicht, aber... So, lass den Hampelmann da oben. So, ich muss hier lang. Dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mühle. Du und Schelme, ihr habt den Eisbastard. Ja, das ist Rind. Ich hab hier echt Sprachfehler ohne Ende. Das ist richtig. So, ey. Der Mensch braucht seine Sorgen, genau. Gut. Dann mal dahin. Weil die sind ja schon da. Ja. Eureka. Die kennen wir zufällig. Deswegen war auch der Schnellreisepunkt da. Ja, hier sind wir schon dran vorbeigeschippert, wo wir die Fragezeichen gemacht haben. So, auf was brauche ich nicht. Was jetzt kommt, ist. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Willst du die Barriere auf? Und? Also. Irgendwelche belastenden Briefe. Keller voller Leichen. Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen. Okay, das war's. Nu, komm schon. Nein. So, tschüss. Kann ich den looten, oder? Nein, eindeutig nein. So. Geh los, hopp, hopp, rein da. Ja, ist ja gut. Meine Güte, ne. So. Ei. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Ist es eigentlich auch nicht. Wir müssen uns umsehen. Ja. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Genau. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Doch. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Er muss selbst Jen lachen. So. Alles, was hier ist, nehmen wir mit. Was ist das? Untersuchen. Ich wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Nix, schau Geralt. Denn Geralt hat jetzt keine Zeit. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Gut, hier ist nichts. Jetzt kann ich kommen, Jan.
Was liegt denn an? Was ist denn los? Oh. Da war doch gerade eben jemand hier. Mhm. Avalach ist auf dem Schiff, das wissen wir. Und wenn nicht? Schluss damit. Ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Mhm. Aha. Aha, was? Noch nichts. Mhm. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Das ist wiederum wahr. Okay, okay. So, dann wollen wir mal... Wo ist Ciri? 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 Kleine Art Glyphe. Hey, schon wieder. Wollte gerade looten. Jen. Mhm. Max denn? Oh ja. Der Stammbaum. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Na, wunderbar. Ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Sehen wir uns seine Notizen an. Mhm. Gut. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falker? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und genau. Dann müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen Richtig. Wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Bestimmt. Da mache ich eine Wette mit. Und gerade hat er mich beim Looten unterbrochen. Ist ja wohl eine Frechheit. Naja, gut. Ist jetzt nicht der Knaller, was wir hier finden, aber... Irgendwas. Oh. Ey, Ziegenfell, wo ist denn Gläschen? Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Mhm. Wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Ja. Jetzt ja. So. Ich dachte, wir müssen erst woanders hin, weil er erst da lang ging. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du, ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren?
Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Aha. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Mhm. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Boah, nur ein Stück. Naja. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Da hat sie recht. Aber es sind ja andere Sachen mit dem Spiel, das ist das Problem. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Mhm. Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Ja, wir bleiben aber ruhig, ne? Genau. Bleib ruhig. Immer locker. Und dann aus dem Handgelenk. Die ist auch gut, ehrlich. Oh. Entschuldigung. War keine Absicht. Aha. Ah, ja, bei der Drehung kann sowas schon mal passieren. Ja. Das, ja, der war im Weg. Wolltest da durch. Den Tisch mussten wir... Naja. Ich finde das geil. Umdekorieren. Auf Hexerart. Jawohl. Tja, wer guckt euch zu? Na Jan, was ist los? Nicht auch mal? Aber sie ist so eher die ruhigere. Pling. Tja, ja. So, ist gut. So, schon besser. Und jetzt weg hier. Ja. Gehen wir. So, Avalach, jetzt kannst du dir eine Bude von da oben angucken. Ach, guck mal. Dem ist ein Schnäuzer und ein Ziegenbart gewachsen. Heureka. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus und haben seine Bude ein bisschen umdekoriert. Ne, was ist los? Ne? No, wach werden? Komm. Na gut, du feige Sau. Ja, ja, ja. So, was jetzt? Was denn du? Sag an. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht.
Auf Hindersfjall, in Lofoten. Ah, ja. Habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Oh, oh. Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Leider. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Eindeutig. Du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Na klar, Mensch. Ich gehe mit dir. Danke. Ja. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Ja, dann mach. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Ja, ja. Bis dann. Tschüss. Arrivederci, Roma. Das ist mein letzter Tanz. Jo. Das fängt ja auch noch an zu singen, der Spacken, ey. Kind vom älteren Blut. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Tja, ich auch nicht. Ich mag Friedhöfe auch nicht. Warum nicht? Diese Arbeitsatmosphäre. Ich war noch nie auf einem Friedhof, um jemandes Grab zu besuchen. Ich habe immer nur Ghule und Moderhäute gejagt. Ja. Ich wäre ehrlich gesagt lieber auf Vertragsbasis mit einer Hexeraufgabe hier. Naja, vielleicht. Möglicherweise, weil man hat ja mehrere Möglichkeiten. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, nee. Ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde! Was? Ja. Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Das ist eine miese Sache, die Drecksäcke. Die wissen gar nicht, was sie ihm zu verdanken haben. Arschlöcher. Mal das ganze Dorf einäschern. Ja. Scheiß Glauben da jetzt. Und gerade er, der alle eigentlich gerettet hat. Wenn er Ciri nicht weggebracht hätte, hätten die da komplett alles zerlegt. Ja. Hat einer was gesehen und meinte, es wäre es gewesen. Ja, sagt ja, der wäre abgehauen. Aber nee, ist er nicht. Er hat Ciri begleitet. So ist gut. Da hinten die drei. Was macht ihr da? Was? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Genau. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Schmier ihm eine. Zementier ihn einer rein. Verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Tja,
Aber jetzt werden sie es tun, dank Ciri. Gut, dass wir hergekommen sind. Ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Tja. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Können sie auch nicht. Guck mal, jetzt stehen sie sogar da. Müsste ein Held sein. Gehen wir. Ciri ist zufrieden, Geralt auch und die denken drüber nach. So. Was jetzt? Gehen wir? Nö. Ich muss noch was erledigen. Geh alleine. Ich muss noch was erledigen. Na schön. Bis dann. Okay. Arrivederci. Juts, Gjalls Grab. So, genau. Schutz in der Dunkelheit. Wir müssen Lofoten. Ja, gehen wir da hin. So, ziemlich zügig. ZZ. Und nee. Boah, wie viel sind denn da? Das lohnt sich sogar. Wenn die höchsten. Nee. Nö. Ich mach mir jetzt hier keinen Stress. So. Eureka. Okay, was ist das denn da für ein See? Ist da mal drin? Was mich interessieren könnte? Sieht aber nicht danach aus. Nee. Absolut nicht. Gut. So, jetzt müssen wir... Wohin? Ah. Och, von einer Insel zur anderen. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich da eigentlich jetzt wirklich alles habe oder ob ich... Nee, da ist alles. Das ist hier oben. Da ist auch alles. Oh, Alter. Ja. Okay. Was ist hier? Ja, alles okay. Ja. Na los. Dann hinüber. Oh Mann. Scheiß Knie, ey. Oh, fuck off. So, 200 und ein paar zerquetschte. Es klart auf. Klar. Und wieder aufklart. Nee. Ich werde eben Schwertwall. Okay. Dämmertau, ne? Und hinein in die Suppe. Und platsch, voll reingeklitscht, so ein Bauchplatscher. Schlechter Specht. Ja. Ja. Also, das ist echt gut da mit dem. Ja, an der Eier grabbeln. Ja, von der Statue. Ich weiß jetzt nicht, ich komme aber niemals auf den Namen. Oh ja, sicher. So, wo ist das denn jetzt? Los. Und runter geht's. Ja, wir müssen tief. Sonst haben wir da noch irgendwas? Nö. Oh, das ist zu... Okay. Ist das hier oben schon? Nee. Da ist das doch bestimmt nicht, oder? Ja, toll. Wo ist das denn jetzt genau? Ist das hier? Ja, das sieht so aus. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Ja, ganz weg. Am besten über der Reling treten.
Ach ja. Zack, und schon sind wir an Bord. Ja, ja. Hexer, welch angenehme Überraschung. Mhm. Sehr sicher. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Nun denn, ist mir aber auch wurscht. Wo ist sie? Weg. In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Mhm. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Mhm. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Mhm. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache! Her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Tja, zack, zack. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Nee. Lebt wohl. Seine ehemalige Geliebte. Es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Art Skellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Tja. Und ich hasse Teleportation. Das aber weiß sie ganz genau. Dieses verschmitzte Grinsen dabei. Jep. Klar, kann ich mir vorstellen, dass sie keine Boote mehr sehen kann. Boah, will ich mal als Hochverrat und trotzdem kommt die frei wegen diesem Brief. Mächtige Waffe. Vini Vidi Vigo. Tja. Triss, wo ist Jennifer? Die wird bald hier sein und bestimmt mit dir reden. Ach so, ich muss jetzt, die Schnauze. Das geht doch nicht zu beeinflussen. Ich muss jetzt in die Höhle. Höhle. Ja. So, ich kann ja gar nicht dahin reisen, stimmt ja. Ich muss ja dahin kacheln. Genau. Ja. Sag mal, geht's noch? Ich habe jetzt gar keine Möglichkeit. Oh. Ja, entweder kachle ich außen rum oder ich fahr mitten durch den Gelumpe da. Ja, da muss ich aber eins machen. Ah ne, habe ich noch. Aber eins kann ich rauspacken. Ja. Ah ne, Moment. Was haben wir denn hier? Aber das nutze ich ja im Moment so gut wie gar nicht. Ne. Aktiver Schild. Niederschlag, wenn... Ja, gut. Nee. Na gut. Oh, halt. Falsch rum. Ja, ob die das jetzt zerfetzen oder nicht, das ist mir ja eigentlich Schnitte. Boot ist immer noch im Arsch hier. Ja. So.
Ja, eine kleine Möglichkeit gibt es, dass man nicht so heftig angegriffen wird, aber gut. Das ist eine Minimalchance. Ja. Wenn sie schlafen oder was weiß ich. So, dann bleiben wir mal hier in der Nähe. Ja, näher ran kann ich ja schon gar nicht mehr. Oh, oh. Oh. Okay. Näher ran. Naja, so eine kleine Möglichkeit besteht. Ah, da sind sie schon. Aber nicht so viel, als wenn man da durchkachelt. Nee. Keine Ahnung. 10, 12, 13, 14 Stück. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall reichlich. Haha. Außer trickst. Edgy Bitch. So, wie sieht es denn aus? Nee, alles noch gut. Ja. So. So, jetzt gucken wir nochmal nach, ob mein Inventar eigentlich gut ist. 87 und 95. Na gut, das könnten wir jetzt. 87 und 95. Moment, da drin sind. Ja, Geister könnte man. Ja. Nee, komm. Wir werden jetzt Präzisionspfeile. Das Horn habe ich. Ja, für die erste könnte das gut sein. Na? Großartig. Sieh dir das an. Was denn? Was soll ich mir ansehen? Oh, 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 oh. Gehen wir. Ja. Ruckzuck. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Ja, sehr. Ja, ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Ja. So, achso, nee, hier brauchen wir nicht lang. Nein. So. So, bleib mal stehen, bleib mal stehen. So, hier machen wir einen Cut. Aber so weit von Cut ich.